liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vorhin im Vorbeifahren durchs geschlossene Autofenster hindurch hatte ich plötzlich ganz unvermittelt ein Herbstgefühl. Beim Anblick eines Weges und einer Rasenfläche, die schon ganz vom braunen Laub bedeckt sind. Und sofort kamen Erinnerungen. Damals bei uns zu Hause, das Rascheln des Laubes beim Kastaniensuchen oder beim ersten Herbstspaziergang mit der Freundin. Und dann das Kratzen der alten Laubhake, die mein Vater immer so virtuos im Herbst benutzte. Und der Duft oder Qualm des Kartoffelfeuers. Ich konnte das alles ganz genau hören und fühlen und riechen. Fast wollte ich anhalten und aussteigen und hinlaufen in den Park, an dem ich gerade vorbeifuhr. Aber dann war ich doch ganz froh, dass die Autofenster geschlossen waren. Der Mann mit dem Laubbläser hatte Ohrschützer auf und sein Kollege auch. Das Teil macht bestimmt einen Höllenlärm. Überhaupt, ich habe das Gefühl, das Leben ist lauter geworden im Vergleich zu der Zeit damals, als ich klein war. Das merke ich nicht nur draußen, sondern auch beim Zappen durch die vielen Fernsehprogramme. Und darum sehne ich mich manchmal nach Momenten, in denen ich dem lautlosen Rhythmus der Natur, ihrem unaufhörlichen Wachsen und Werden und Vergehen wieder auf die Spur komme. So wie Matthias Claudius es unnachahmlich in seinem wunderschönen Erntedanklied ausgedrückt hat. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein und wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Es geht durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. Mitten in unserem alltäglichen Leben ist Gott am Werk, heißt es da. Nur sind wir modernen Menschen eigentlich noch offen für diese Wirklichkeit, die uns umgibt? Wenn wir selbst die einst so ruhig und nachdenklich stimmende Zeit des Herbstes mit PS-Lärm füllen, wo kann dann noch die Erkenntnis wachsen, dass wir eben nicht alles aus unseren eigenen Händen haben? Dass wir auch nicht alles selbst machen können und müssen? Und dass es uns darum gut tut, wozu das alte Lied auffordert, dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Vielleicht gelingt mir ja in dieser Woche nach dem Erntedankfest irgendwo, wo keine Geräte zu hören sind, ein ruhiger Herbstspaziergang. Und solange meine Arme noch funktionieren, bleibe ich zumindest meiner alten Laubharke treu. Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen.